habe ich mit der bayerischen Grenze sehr wenig zu tun. Ich wohne im Lungau. Ihr Bayern, kennt ihr das? Das kann man sich so vorstellen wie Österreichs Himalaya. Aber warum mache ich dann überhaupt mit? Am Ende winkt uns das noch ein Weißwurstprolet, das darf man nicht zulassen. Und außerdem haben wir auch eine Grenze. Und was für eine. Der Radstädter Tauern. Man sagt ihr nicht umsonst in den Lungau hineinfahren und aus dem Lungau entkommen. Das Leben trennt und trennt ist einfach ganz anders als da in Bayern und drüben im Flachgau. Für einen Lungauer sind Städte unglaublich faszinierend. Bei uns gibt es nämlich keine. Das ist nicht selbstverständlich. Sogar Oberndorf und Laufen sind Städte mit 6000 Einwohnern. Das ist kein Scherz, das sind wirklich Städte. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es dann bei uns ausschaut ohne Städte. Hier kommt jede halbe Stunde die Lokalbahn. Bei uns herinnen, da gibt es Orte, da kommt der Bus alle 5 Stunden. Na wirklich. Aber dafür müssen wir fast nie Radarstrafen zahlen. Die Kennzeichen sind nämlich fast immer mit Schnee überdeckt. Und von der Polizei werden wir auch nicht aufgehalten. Wir sind eh schon bestraft genug. Trotzdem hält sich meine Begeisterung über die Fortbewegung im Lungau in Grenzen. Hier gibt es den Railjet. Du steigst in den Zug ein, fährst eine Stunde und du bist 230 Kilometer gefahren. Wenn du im Lungau wohnst und du fährst eine Stunde, dann bist du gerade mal beim nächsten Bahnhof. 230 km/h, das ist doch grenzgenial. Jetzt stellt euch einmal vor, sowas gäbe es Trend im Lungau auch. Stellt euch vor, dass ihr von Salzburg nach Tamsig wollt. Nein, schlechtes Beispiel. Stellt euch vor, dass ihr von Salzburg nach Tamsig müsst. Das ginge in 35 Minuten. Und das Beste, 35 Minuten und ihr seid wieder heraußen. Bei uns, Trend, da gibt es nämlich nichts zu sehen. In Salzburg, so kommt es mir vor, da gibt es jeden Tag Schießereien und Verfolgungsjagden. Das ist das reinste GTA. Aber kaum überquert man den Tauern, nichts Gutes, nichts Schlechtes, nichts. Als Beweis zeige ich euch jetzt einfach eine Schlagzeile von unseren Lungauer Nachrichten. Die hat es wirklich gegeben. Miteinund, füreinund, für unser Heimatland. Die Landjugend St. Michael beging am vergangenen Wochenende ihr Gründungsfest mit Weihung der Vereinsfahne. Das war unsere Titelseite. Okay, es stimmt nicht ganz, dass bei uns herrennt nichts passiert. Eigentlich ist bei uns alles in Bewegung. Vor allem die Geschäfte, die sind in einer verschwindenden Bewegung. In meinem Heimatort Magerpfarr hat in den letzten Jahren die Post, der Friseur, ein Elektrogeschäft, die Polizei, ein Hotel, ein Naturladen, ein Kosmetikgeschäft, ein Schuhgeschäft und eine Bank zugesperrt und nicht mehr aufgemacht. Warum man dem Ganzen keine Grenze setzen kann, das verstehe ich nicht. Aber letztens hat mich einer in Magerpfarr nach dem Weg gefragt. So ein Tourist, so der typische Klischee-Ausländer. Wahrscheinlich ein Steirer. Naja, ich so, ja, geradeaus, dann da vorne rechts und dann gleich scharf links. Aber schnell, den gibt's sicher nicht mehr lang. Und die Menschen hinter der Grenze, eine andere Welt. Also da soll man jemand behaupten, wir hätten keine Grenze. Das übersteigt ja die Grenzen unserer Vorstellungskraft, wie verschieden wir eigentlich sind. Viele verstehen das lungarische Wesen nie. Aber eigentlich ist das gar nicht so schwer. Ich habe mal das Wichtigste in 2 Schritten zusammengefasst. Schritt 1. Wir Lungauer sind keine depperten Erstlingfresser! Schritt 2. Und wir sind ja überhaupt nicht aggressiv! Na gut, ein paar Besonderheiten gibt es schon. Lungauer sind teilweise echt grenzwertig, wenn es um die Heimat geht. Also bei uns, Herr Renz, denkt jeder, dass die Heimat immer das Beste war, immer das Beste ist und immer das Beste sein wird. Das dürft ihr nicht unterschätzen. Nach diesem Auftritt lebe ich wahrscheinlich unter Polizeischutz. Trotz dieser Heimatverbundenheit kennen wir unsere Grenzen. Jeder Lungauer will auch modern und weltenkundig sein. Ich bin einmal mit meiner Familie italienisch essen gegangen. Da höre ich einen Mann am Nachbartisch bestellen. Buongiorno, Giampano, bitte einmal Knocchi. Und gemeint waren Gnocchi.
Ich hab gedacht, es kommt nicht mehr besser, aber wisst ihr, was er beim Weggehen gesagt hat? Arrivedere! Wir haben sogar eine eigene Sprache, das Lungarische. Also das ist wirklich nicht leicht. Ich würde sogar sagen, das zu lernen ist für einen von außen an der Grenze des Machbaren. Um euch das zu demonstrieren, habe ich euch ein Lied vorbereitet. Und zwar, der Bär, seine Bohr und die Bein bei die Bee. Also der Bär, seine Knochen und die Bienen bei den Bären. Inspiriert habe ich mich beim Imlunga allgegenwärtigen Kampf um das nackte Überleben. Auf ein Erchtlingfeld, ja, da hat sie das so gespielt. Unser Bär war nicht allein, Bein waren auch noch da ein paar. Unser Bär, der wollte einen Henig, nur ein bisschen ist ihm zu wenig und er will keine Zeit verlieren. Und Buddy B fang an die Bein ganz laut und zum Schreien. Das sollte er gleich probieren. Und dann stellt er sich Gax auf seine Hax. Unser Bär, der holt sie an Henig, Herr Henig, Herr, er will davon immer mehr, dafür wird er schwer und vorher. Und dann stellt er sich Hax auf seine Hax. Unser Bär, der holt sie an Honig her, Henig her und fällt her. Und der Bär fällt auf die Bohr und dann verbricht er sie ein Bohr. Und dies ist dann passiert, weil die Bee fing an die Bein ganz laut und zum Schreien. Wir haben ihn massakriert.